lief noch gar nicht. Aber du warst gut bis jetzt. Danke, danke, danke. Ja, ihr wart auch super. Okay. Alles klar. So, wir sind jetzt hier mit Tommy Krabbeis und Lady Prent aus Mara und der Feuerbringer. Nicht der Kelch. Richtig. Mara und der Feuer. Kelchbringer. Genau. Tommy Krabbeis hat eine lange Showgeschichte hinter sich. Kennt ihr vielleicht von den Romanen Tommy Krabbeis und der Feuer... Kelch. Toni Krabbeis. Der bin ich. Toni Krabbeis. Herzlich willkommen. Wie heißt du eigentlich? Kürdan. Gesundheit, wie heißt du? Kürdan. Das habe ich gewusst. Mit C. Das ist schön. So, ihr habt einen Film gedreht, ne? Ja, ist noch geheim. Die Kamera lief? Ja, die Kamera lief die ganze Zeit. Das war kein Verstehen Sie Spaß. Ja, wir haben einen Film gedreht. So, und ich habe schon ein paar Ausschnitte gesehen und ich war ein bisschen verwirrt. Warum? Weil erst dachte ich, der Film spielt irgendwie so vor 1500 Jahren. Mhm. Dann habe ich aber gesehen, der spielt doch in unserer Zeit. Mhm. Erklärt das mal. Worum geht es dabei? Boah, kannst du das erklären? Um was es in dem Buch geht? Weil ich habe ihn schon so oft erklärt. Ein 14-jähriges Mädchen muss die Welt retten, will es eigentlich nicht und bekommt Unterstützung von germanischen Göttern und muss gegen einen Feuerbringer kämpfen. Der kein germanischer Gott ist. Wer denkt sich sowas aus? Der da. Hallo. Sie meint mich. Und wir sind natürlich jetzt hier auf der Ringkon und dieser Film hat eine gewisse Verbindung zur Ringkon, ne? Der hat eine Menge Verbindungen, weil das war so eine der ersten Conventions, wo ich überhaupt das Ding präsentieren durfte, das Buch damals noch. Und das ist das eine. Dann hat mich natürlich dieses Interesse, was hier von vornherein mir entgegenschlug, im positiven Sinne, wahnsinnig viel Auftrieb gegeben. Und es haben dann tatsächlich im Film, den wir dann Jahre später gedreht haben, viele, viele Leute mitgewirkt, die hier auf der Ringcon einfach bekannte Gesichter sind. Und die haben mir tatsächlich geholfen, diesen Film zu machen, denn viele Szenen hätte ich mit, sag ich mal, so herkömmlichen Komparsen nie im Leben hinkriegen können. Das geht nur mit Leuten, die ein bisschen Fantasy-Gefühl haben, die gerne darstellen und die auch diese Dinge umsetzen können. Du warst auch sehr beeindruckt, gell? Wie sich die da in den Dreck geschmissen haben und alles. Die waren echt super. Das war unglaublich. Also die hatten so einen Spaß dabei. Die haben nicht gemeckert und nicht gemaunzt. Die haben alles gemacht mit einer Leidenschaft und einem Spaß. Das war jedes Mal toll. Jeder Take war toll. Das hätte ich tatsächlich ohne die Ring-Connies nicht hingekriegt. Und du bist jetzt ja das erste Mal auf so eine Veranstaltung, ne? Ja. Erzähl mal, wie erlebst du das hier alles? Hui! Machst du den Kopf. Genau, ich weiß gar nicht immer, wo ich hingucken soll, weil es gibt an jeder Ecke, auf jedem Quadratmeter irgendwas Tolles zu sehen. Ich finde die Leute hier wahnsinnig nett und ich hoffe, ich darf nächstes Jahr wiederkommen. Mir gefällt es wirklich wahnsinnig gut hier. Zur Not kaufen wir uns einfach Tickets, wenn wir nicht eingeladen sind. Eben. Kommen einfach so. Und diese Mara-Trilogie, die begleitet ja die Ringkon jetzt auch schon ein bisschen. Mhm. Hast du auch ein bisschen Angst, wenn der Film dann rauskommt? Oder ist irgendwie Druck von den Erwartungen, dass du die Erwartungen vielleicht nicht erfüllen kannst? Naja, das habe ich schon immer irgendwie. Jedoch habe ich ja jetzt diese Ausschnitte gezeigt und das hat auch mir viel geholfen, dass das also so extrem gut ankam. Weil in diesen Ausschnitten ist ja kein einziger Visual Effect. Da ist kein einziger Autobot, der irgendwie New York zerstört. Da ist kein Lindwurm drin. Gar nichts, sondern nur Schauspieler in totalen, halbtotalen und Close-Ups. Sonst nichts. Ja, und ein paar Leute, die übereinander fallen. Und trotzdem haben die Leute so wahnwitzig toll reagiert. Und das ist, glaube ich, gerade für einen Fantasy-Film besonders, weil da baut man doch normalerweise eher immer auf epische Schlachten und große Visual Effects und solche Art von Wow-Momenten. Und hier haben die Leute einfach applaudiert und gejubelt, obwohl es nur Schauspiel war. Finde ich großartig. Und das war ja so dein erster großer Film sozusagen. Ja. Und du hast ja direkt neben einigen Schauspielgrößen da gespielt. Wie war das so mit den alten Hasen? Seite an Seite war das super ernst und hat dich eingeschüchtert oder wie wurde da aufgenommen? Es war wahnsinnig herzlich und wahnsinnig lustig. Also ich muss zugeben, als ich das erste Mal den Jan oder den Christoph gesehen habe, stand ich so da. Jan Josef Wiefers und Christoph Maria Herbst. Genau, stand ich so da. Okay, das ist jetzt. Also okay, hi. Also ich war schon wahnsinnig nervös. Aber du warst sehr knuffig. Wild und sexy, Entschuldigung. Aber es hat einfach nur wahnsinnig Spaß gemacht. Und ja, es war ganz toll. Es war ganz toll. Ja, gute Zusammenfassung. Ist schon ein bisschen geflasht, ne? Also du bist schon ein bisschen, und ihr seid jetzt überhaupt, das ist jetzt so die... Wurde das jetzt zum ersten Mal so richtig vor Publikum gezeigt, dieses Material hier? Dieses Material sollte ja, also normalerweise zeigt man sowas gar nicht. Das ist wirklich eine absolute Ausnahme, die der Verleih macht, dass ich es überhaupt zeigen darf. Also eine große Ehre auch für
die Ringkorn und für uns, dass wir das mal anschauen. Wenn man das so sagen möchte, man könnte das so ausdrücken. Ja, ja, das ist wirklich, wirklich ein absolutes Privileg. Es gab es auch bisher, glaube ich, in der bisherigen Geschichte zumindest, dass ich das jemals gehört hatte, überhaupt noch nie, dass es so früh überhaupt irgendwas zu sehen gab. Und wann kann ich den Film im Kino sehen? Herbst 2014. Herbst 2014. Und jetzt ganz am Ende. Sagt mal beide zusammen, warum sollen sich die Leute da draußen, wir haben 12 Zuschauer, die immer wieder einschalten. Alle 12, ja. Ja, und warum sollen diese 12 Zuschauer sich diesen Film anschauen? Einfach nur, weil es ein guter Film ist. Scheißegal, ob der aus Deutschland kommt oder sonst woher kommt. Einfach, weil es ein guter Film ist, mit guten Schauspielern und guter Performance und viel Spaß hergestellt und mit viel Herzblut. Oder? Und wir haben einen Lindwurm. Und Sie haben einen Lindwurm. Also, und Sie werden ihn einsetzen. Yeah, and we're willing to use it. Genau. Okay, vielen Dank. Danke dir. Ja. Viel Spaß noch. Wo geht's hier raus? Ach, wir sind schon draußen. Ja. Wo geht's hier rein? Da. Danke. Tschö. All right. It's a pretty good weapon. What is that one? Well, I kind of like, you know, you shall not pass. Yeah. Baseball bat? Yeah. Just to smash the heads, you know? You really have to smash the heads. Good. You get to cut heads off. I would like to change my answer to a sword. Also, I'm all prepared.